finden wir heraus, welcher Fahrer hier in Shanghai auf das Siegerpodest des Grand Prix von China klettern wird. Der Shanghai International Circuit ist ein Hochgeschwindigkeitskurs mit 16 Kurven. Die langen und ab und zu auch immer enger werdenden Rechtskurven zu Beginn testen die Geduld der Fahrer, während an anderen Stellen der Seitenwind das Können der Piloten absolut an die Grenzen bringt. Es gibt zwei DRS-Zonen zur Unterstützung beim Überholen für Kurve 1 und dann nach der langen Geraden für Kurve 14. Und wie immer ist bei mir Stefan Römer. Jetzt würde ich gerne mit dir über Lewis Hamilton reden. Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Im Motorsport gibt es natürlich keine Garantien. Aber ich denke, dass ihre letzte Performance ihrem Selbstvertrauen ganz gut getan haben dürfte. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Verstappen, Leclerc, Valtteri Bottas und Albon, Sainz, Perez, Ocon und Daniel Ricciardo, Stroll, Norris, Pierre Gasly und Giovinazzi, Grosjean, Raikkonen, Jordan King und George Russell, Richter, Magnussen, Latifi und Dani Kvyat komplettiert die Startaufstellung. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Ja, dadurch, dass das Ganze ein bisschen lädt. Damit herzlich willkommen zurück zum Rennen in China. Ja, und wir wollen hier von Platz 19 am Ende doch zumindest mal ein paar Punkte, ein paar Plätze gut machen. So ist es richtig. Ein paar Punkte wird schwierig. In diesem Rennen zumindest. Aber schauen wir. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Okay, los geht's. Keine Anführungsrunde, okay. Ist der Williams hier mal ein bisschen abhängig, gerade den Dummy noch fährt. Aber ich bin zumindest auf meinem Platz 15 jetzt mittlerweile. Da, wo ich eigentlich gerne mal hin wollte. So, auf geht's. Ja, schade, den hätte ich gerne mitgenommen, wenn der gestern nicht da ein bisschen zu früh auf die Bremse gegangen wäre. So, ja, nächstes Auto überholt P14 jetzt. Alright, we're looking good so far. Gucken wir jetzt nach vorne. Die 14 Runden haben wir Zeit. Der Abstand wird größer als nach hinten. Im Gegensatz zu Vietnam ist diese Strecke eine, die ich kenne. Aber ich weiß, was Sache ist. Die erste schnellste Runde überhaupt geht an Vettel. Wir haben einen guten Start geholt von 19 auf 14. Fünf Autos schon mal überholt, aber jetzt versuche ich weiter mich nach vorne zu arbeiten. So, kommt schon jemand Nazi natürlich wieder hinter mir. Das ist natürlich alles anders. Gibt mir den direkt am Arsch, dann halt schön weg erstmal.
We're approaching the pit window. So. You'll be on the mediums. Ich möchte mal gerade versuchen, die Hand zu arbeiten, damit ich vielleicht mich selber ein bisschen in den Arsch schieben kann. Check your MFD for a new strategy option. So, die Sekunden haben wir runter. Das heißt, wir können uns tatsächlich jetzt ein bisschen dran arbeiten. Wobei, kommen wir mal nicht. Stay alert. Ja, ich weiß, das sind einige Autos vor mir. Aber ich arbeite eigentlich immer weniger mit dem Blick nach hinten. Alpha dahinter, ne, der gefällt mir nicht. Den hätte ich gerne ein bisschen weiter weg gehabt. Aber ich sehe nicht zur Konkurrenz zähle, sondern ja, das Auto, was dahinter umfährt. Momentan geht es eigentlich nur gegen die Williams und gegen den eigenen Teamkollegen. Das mehr ist wahrscheinlich jetzt immer noch nicht drin. Bis das Auto nicht irgendwie aufgebaut ist, weiter aufgebaut ist. Ich frage, wann die erst in die Box gehen. Das müsste jetzt irgendwann mal passieren, da ist der erste drin. Oder die ersten. Da rutscht es schön nach vorne. Und dann noch Platz 8, aber das wird klar sein, dass es nicht dabei bleiben wird. From the engine is going to be down slightly. It's showing some minor wear. Ich konnte, gehe auf die gleiche Volksstrategie wie das Auto vor mir.
Couch wird schön nach vorne, aber es... Ah, nicht ganz. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Und dann nehmen wir mal den Schwung mit und holen uns das Auto holen. Ich glaube, da sind aber einige noch nicht in der Box gewesen, glaube ich. So, die kleine Überraschung gesetzt und dann vorbei. Am Alpha Tauri und mittlerweile jetzt auf Platz 18. Aber das ist klar. Dass da noch nicht einige in der Box waren. Schauen wir mal, wie es gleich aussieht. Dann wären wir sogar 14 da. Virtuell. Ich weiß nicht, wie die Bereinigung nach der Boxenstopp aussieht. Wenn das so bleibt, dann ist es halt so. Wäre cool. Haben wir das Rennergebnis. King in der Box. Jordan is in the pits. Jordan in the pits. Über 13. Den einen Platz haben wir natürlich noch gewonnen, ja. Bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, wenn das klappen würde. Halbzeit des Rennens. 7 Minuten haben wir noch. Wären eigentlich nur diese drei Autos noch und dann hätten wir zumindest den ersten Punkt. Aber den werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. So, wenn wir jetzt natürlich ein bisschen runtergehen müssen mit dem Splitter, wäre super. Some time to the car behind. Sechs Ründchen haben wir noch. Benzin sparen. Repeat that. There's interference. Treffstoffinfo. Got that. Confirmed. Treibstoffinfo. There's six laps of fuel remaining. So, der Angriff von dem Alpha Tauri jetzt hinter uns, aber das ist... das war knapp.
Der wollte uns da irgendwie ein bisschen überrumpeln, aber jetzt kriegt er uns. Ja, jetzt habe ich halt, Dankeschön fürs Reinhalten, ey. Im Zweifel wird dann einfach abgeschossen. Ja, ich verliere eh die Plätze alle noch. We have 5 laps of fuel remaining. Gap to teammate behind is 11.6 seconds. So, Science Hub 1-2, das ist auch nicht schlecht. Oder der Racing Point hat da ein paar Problemchen. Kann ich wieder ein bisschen auf. Klar, ich würde auf den Marker stellen, damit ich halt nicht komplett ohne Spitzschall stehe am Ende. Ich denke, es ist so, dass ich irgendwie noch mit Mühe Not gegen den hinter mir drücken, denn Giovinazzi jetzt auch wird, der jetzt da versucht, um ein bisschen vorbeizugehen. Aber die beiden Dings zu schlagen wäre auch nicht schlecht, die beiden Alpha. Kein Ausfall. Ah, das sollte vielleicht auf hart, deswegen ist es. Deswegen hat er die Probleme. Deswegen kann er sich nicht wehren. Ja, vielleicht kann ich auch noch mal ein bisschen mitmischen. Wenn die zwei sich vielleicht nicht einig werden. Drei Runden noch. There's 3 laps of fuel remaining. Ja, also die Kollegen irgendwo da am Ende des Feldes. Also wir kommen noch nicht. Ich halte mir die zwei nicht davon, dann müssen sie immer eins werden. Was ich immer noch hoffe.
So. Runde 12. Das ist ein Ausfall. Das dürfte Russell jetzt gewesen sein. Ich hatte sich noch ein Auto vor mir war. Kimi. Okay, noch ein anderes Auto. So, da muss ich jetzt in die Nazi irgendwie hinter mir halten, dann hätte ich zumindest die Chance, beide Alpha zu packen. Zur Runde. Dann haben wir jetzt wieder mit dem halbwegs guten Ergebnis zurückgemeldet. Platz 14. Punkte klar, wird's nicht. Wir müssen jetzt drei Autos vor uns ausscheiden. Aber mal gucken, was noch passieren kann. Ich bin eigentlich noch bis auf das übernächste Rennen gespannt. Monaco dann. Mal gucken, was drin ist. Monaco ist immer so eine Strecke, aber da kann sehr viel passieren. Jetzt erstmal noch diese 1 plus Runde fahren hier. There's only one lap of fuel remaining. Das gibt's in die letzte Rennrunde. This is your final lap. Final lap of the race. Das heißt, ich muss das Auto noch hinter mir halten irgendwie. The car behind is gaining on you by 5/10 a lap. Ich fahre auch durchgehend auf Mager. Wollen wir jetzt eh nicht mehr gehen, da ist der Abstand zu groß, mittlerweile über 4,5 Sekunden. Ich glaube, wenn der Gäste sich da nicht so vorbeigedrückt hätte, dann wäre es vielleicht noch ein verzählter Vorhang gewesen. Ja, gut, welcher Überraschungshamilton das Ding gewinnt. Für das Rennen führt der Mercedes Sieg, aber das ist mir herzlich egal gerade. Mich geht es jetzt gerade nur um den Platz zu halten hier. So, nochmal innen vorbeigegangen und jetzt habe ich ihn wieder. Diesen 14. Platz richtig Wege damit nach Hause nehmen. Passt. Zufrieden. Alright, race over. Take care of the car on the way in.
Okay. Ich hatte so weit, dass ich jetzt wieder bin. Die Sieger des großen Preises von China stehen fest und es war eine Leistung, auf die man stolz sein kann. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. In einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. So, dann haben wir das auch. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Ja. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Ohne Frage Lewis Hamilton. Er hat heute einige selbst für ihn beeindruckende Kunststücke auf der Strecke vollbracht. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sogar sein werden. Wie kurz ist das denn? Dann sind wir noch nicht vorbei in Alpha. Okay, da würde jetzt eigentlich beide wieder geschlagen haben mit beiden Autos. Ja, egal. So, damit war es das mit China. Bei ihnen sah das leicht aus. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Sie hatten einen kleinen Zusammenstoß. Wer trägt die Schuld daran? Schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Danke für den Kommentar. Warum auch immer ich so einen komischen Charakter habe. Eigentlich habe ich den anders verstellt, aber gut. Vielleicht nochmal ran. Gut, dann war's das. Jetzt geht's in Spanien weiter. Und dann schauen wir mal.